Hier ist Antenne Verbogen mit den Nachrichten um halb. In der Nacht zum Sonntag wurden in der Innenstadt von Landstuhl zwei Kaugummiautomaten von einer Bande Achtjähriger mit Migrationshintergrund begangen. Die drei Täter stammen aus dem Saarland. Zu ihrer Beute gehörten drei Kaugummikugeln Erdbeer, zweimal Zitrone und eine Bob der Baumeister Sammelfigur mit Schippe und Leiter. Eine Figur, die in heimischen Automaten maximal 10.000 Mal zu finden ist und deshalb einen Sammlerwert von mehr als 50 Cent hat. Die Täter haben nun eine Woche PlayStation-Verbot und bekommen einen Abend Wuttreppe auf Bewährung. Entschuldigung, diesen Husten haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Drei Restaurants aus der Pfalz wurden in den aktuellsten Schlemmerführer aufgenommen. Sie zeichnen sich durch hervorragende heimische Küche aus. Darunter sind Bad Dürkheimer Haus Honigsäckel, das für seinen zuckersüßen Kellner ausgezeichnet wurde, das Grünstädter Parkhotel zur Kastanie, das für seine hervorragenden Parkmöglichkeiten im Schatten seines Kastanienbaumes ausgezeichnet wurde, und das Edenkobener Restaurant Woiknorze, das ein gutes Essen bietet, von dem die Tester jedoch nicht verstanden haben, was es ist, weil sie den Dialekt nicht sprechen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Vierer wird sich damit in ihrer morgigen Landtagssitzung nicht beschäftigen. Jedes siebte Kind ist zu dick. Das gab gestern die Untersuchungskommission für geheimes Abhören von heimischen Wagen auf Kosten der Steuerzahler bekannt. Der Grund dafür sei, dass viele Kinder heimlich Nilpferde essen, die sehr kalorienhaltig sind. Dies schließe der Vorsitzende daraus, dass diese Hippos in jedem siebten Ei zu finden sind. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Zweier wird sich damit in ihrer morgigen Landtagssitzung nicht beschäftigen. Dieses Lausen haben wir nach der Sendung aufgezeichnet. Prozessauftakt in Kirchheim-Bolanden. Der Pianist Ludwig Geiger klagt vor dem jüngsten Gericht gegen seinen Notenhalter Franz Stender. Er soll ihm im Mozartjahr 2007 die Noten von 27 selbstgeschriebenen Operettenstücken gestohlen und sie unter eigenem Namen veröffentlicht haben. All diese Operetten, deren Inhalte aus der heimischen Region stammten, seien im Rheinland-Pfalz-Takt geschrieben, was unverwechselbar und typisch für den Pianisten Geiger sei. Ob Stender nun sitzen muss, wird zur Musikstunde verhandelt. Sport, und hier noch zum Sport. Ein Spitzenspiel erwartet am Freitag noch alle Fans des FKK. Der Tabellen-17. Muss beim Tabellen-18. FK Unterhosen im Bauchfreistadion antreten. Bei einem Sieg des FKK könnte der FK Unterhosen auf den letzten Platz der Tabelle abrutschen und in die 8. Liga absteigen. Sollten die Unterhosen abrutschen, kündigt Trainer Schießer an, künftig für mehr Profil zu sorgen. Und nun kommen wir dazu, auf was sich hier alle am meisten freuen: der Verkehr. Antenne Verbogen, der aktuellste Verkehrsservice. Bremerhof Richtung Betzenberg, eine Wanderbaustelle. Drei korpulente Wanderfreunde legen nach einem Biergelage den Waldweg lahm. Bitte überholen Sie äußerst vorsichtig. Einer der Wanderer könnte sich auf der Überholspur übergeben. Andere korpulente Frühschoppenbesucher sollten den schmalen Waldweg weiträumig umwandern. Achtung auf der A8! Ein Falschfahrer. Er hat vor, freiwillig die Grenze zum Saarland zu überqueren. In der Milchstraße kommt es an der Ecke Milchzahn zu Brückenarbeiten. Beim Zahnarzt Dudenhöfer wird zurzeit eine Brücke über den Backenzahn gelegt. Es kann deshalb vereinzelt zu Zahnhalskaries kommen. Es gibt eine örtliche Betäubung. Im Wartezimmer kommt es zu 2 Kilometern Stau. Und nun viel Spaß beim weiteren Programmablauf mit Antenne Verbogen. Der beste Mix, der flachste Witz.